So Leute, heute mal ein Überraschungs-Let's Play vom Zwergenfürst. Ja, ich werde heute für euch ein Spiel spielen, das ihr auf meinem Kanal noch nie gesehen habt als Let's Play. Da ich das Let's Play zu Weihnachten geschenkt bekommen habe, genau gesagt, das Spiel zu Weihnachten geschenkt bekommen habe. Und das werde ich heute für euch eines davon als Überraschungs-Let's Play spielen. Ja, würde mal sagen, legen wir direkt mal los. Los geht's. Ja, heute spielen wir Rhythm Paradise Mega Mix auf dem 3DS. Los geht's! Nintendo, kriegst du mein Spielverhalten. Hallo? Wie schön, dass wir uns kennenlernen. Lass mich eins gleich zu Anfang sagen. Ich hoffe, du amüsierst dich gut mit Rhythm Paradise Megamix. Eine Sache ist in dieser Geschichte äußerst wichtig. Und zwar der Rhythmus. Ich werde mir jetzt erstmal einen Kaffee machen. Vielleicht magst du inzwischen schon mal das Intro spielen. Auf jeden Fall. Wir reden dann später weiter. Dann spielen wir mal das Intro. Das ist mein Mii. Willkommen in der Welt von Rhythm Paradise. Zuerst sollst du A drücken, um die Trommel zu rühren. Trommel, indem du A drückst. So etwa. Du hast den Dreh raus. Jetzt versuch's doch mal in der Gruppe. Kommt rein, Leute. Oh, weia. Andere Mies. Versuche gleichzeitig mit den anderen zu trommeln. Den Rhythmus zu halten ist gar nicht so einfach. Besonders wenn auch andere mitmachen. Fertig? Immer fertig. Immer bereit. Oder auch nicht. Wie war das? War es vielleicht etwas schwierig? Jetzt versuch es mal mit ein wenig Musik. Schau hin, hör zu. Folge dem Rhythmus der Musik ganz einfach, oder? Versuch jetzt nochmal im Takt zu trommeln. Ach du Kacke. Zack. Zack. Oh Mann, bin ich schlecht. Ja, was meinst du? Mit viel Musik ist es gleich viel einfacher, oder? Naja, nur von Paradise reicht es oft nicht nur gut hinzusehen. Am wichtigsten ist es, dass du gut zuhörst. Auf dem Touchscreen kannst du immer sehen, wie gut dein Timing war. Runter zum Touchscreen. Zu früh, perfekt, zu spät. Ja. Auf dem Touchscreen wird also fast nichts zu sehen sein. Also nicht nötig, den einzublenden. Wie gut dein Timing war. Ja, das sagte ich schon. Das kann dir beim Üben helfen.
Dann sollten wir noch über die Beatsterne reden. In jedem Rhythmusspiel gibt es eine bestimmte Stelle, die du mit perfektem Timing meistern solltest. Wenn dir das gelingt, erhältst du einen Beatstern. Hab Mut und stelle dich der Herausforderung. Oder versauere es halt. Hier hättest du dir den Beatstern sichern können. Hätte. Ja, hätte, hätte, Fahrradkette. Du hast ihn nicht erwischt. Echt schade. Das war's auch schon. Jetzt aber viel Spaß beim Spiel. Und immer schön den Schweiß vom System abwischen. Ich habe das schon mal im Vorhinein ein bisschen gespielt. Muss ich sagen, ich habe es mir nicht nehmen lassen, mein Weihnachtsgeschenk schon mal vorne weg zu testen. Aber das ist vielleicht auch gut, so ein bisschen Vorerfahrung zu haben bei dem Spiel. Und wie ist es dir ergangen? Hast du den Takt von Anfang an erkannt? Naja, halbwegs. Ich vermute mal, die Antwort lautet nein. Keine Sorge, du hast viel Zeit, das zu lernen. Aber ich glaube, die Story geht gleich los. Übrigens, nur damit du es schon mal weißt, es ist keine von diesen großen, ernsthaften Stories. Entspann dich also, mach dich etwas locker, dann fällt das Genießen leichter. Also gut, bevor mein Kaffee kalt wird, fangen wir an. Ja, los geht's mit der Story. Da fällt jemand auf die Erde hinab. Ein Engel? Moment, wo bin ich denn hier? Und wer bist du? Mein Name ist Fipsi. Ich glaube, ich muss hier irgendwo runtergefallen sein. Wie bitte? Wo ich denn runtergefallen bin? Aus dem Himmel, oder eher gesagt aus der Himmelswelt. Was? Hast du doch nie was von der Himmelswelt gehört? Ah, verstehe. Du glaubst nicht einmal, dass es diese Himmelswelt gibt? Tja, da tust du mir leid. Sie ist wirklich ein absolut fantastischer Ort. Und das Essen bei uns ist wirklich erste Sahne. Na gut, ein paar Sachen haben wir. Die mag ich nicht. Ich wohne jedenfalls im größten Haus von allen. Und ich habe echt unglaublich viele Freunde. Ich will nach Hause. Moment mal. Du? Du hilfst mir doch sicher, nach Hause zu kommen. Puh, dann wird ja doch noch alles gut. Wie gesagt, meine Mama immer sch so schön. Wenn du runterfällst, suche nach hohen Orten. Und dann kletter einfach wieder hoch. Also, was gibt es denn hier mal sehen? Da drüben. Siehst du diesen grünen Turm da drüben? Sieht aus, als wäre das der höchste Ort an der Umgebung. Also los, lass uns klettern gehen. Wir schaffen das. Und wenn wir erstmal oben sind, dann kann die Himmelswelt nicht mehr weit sein. Ich weiß nicht, ob wir schon jemals so weit gelaufen sind, aber wenn du dabei bist, wird's sicher nicht langweilig. Komm schon, worauf wartest du noch? Immer weiter, Feuer weiter. Was ist denn los? Sag bloß, du hast immer weiter Feuerleiter noch nie gehört. In der Himmelswelt sagen wir das alle. Mehrmals am Tag. Ach egal, jetzt geht's endlich mal auf zum Turm. Ja, ziemlich lange, sehr streckende Dialoge in diesem Spiel. Ich habe das Spiel schon mal beim werten Let's Play Markus gesehen. Und deshalb ist mir das alles sowieso bekannt. Also Blind spielen ist sowieso nicht mehr möglich. Los geht's.
Und so erklärte sich ein namenloser Fremder bereit, Fipsi in die Himmelswelt zurückzubringen. Sie begaben sich auf eine gemeinsame Reise zu diesem grünen Turm. Auf dieser Reise sollten sie noch viele aufregende Abenteuer erwarten. Nanu, scheinbar sind sie irgendwo angekommen. Wir sollten uns das einmal genauer ansehen. Ich wette, wir sind schon eine Trillion Stunden unterwegs. Hier sieht's echt komisch aus. Und du lebst hier? Oh je, da ist ja jemand. Komm, Edeldodom. Oh, ihr sprecht sicher kein Bienisch, oder? Entschuldigung, aber kann ich euch um etwas bitten? Ihr seht aus, als könntet ihr vielleicht etwas helfen. Was ist denn jetzt los? Ist das hier etwa ein RPG? In letzter Zeit ist für mich etwas umgelaufen. Mein Leben ist irgendwie aus dem Rhythmus geraten. Das ist ja schrecklich, aber wie können wir da helfen? Ihr könnt einfach ein paar Rhythmusspiele für mich freispielen. Hätte mir ja denken können, dass so etwas kommt. Genau, also wenn ihr etwas vier Spiele freispielt, das würde mich total inspirieren und mir helfen. Dann könnte ich auch die Tür öffnen, die vor euch liegt. Helft mir doch, oder? Bitte. Das wäre sensationell. Sieht so aus, als hätten wir hier keine echte Wahl. Aber man soll ja nett zu den Leuten sein und zu den Bienen. Oh, danke. Ich wusste, ihr würdet mir helfen. Ja, dann geht's mal los mit dem ersten Minispiel. Wir haben noch 0 Coins. Karateka heißt das erste Rhythmusspiel, das wir jetzt bewältigen werden. Los geht's. Willkommen beim Karate-Training. Drücke A, um fliegende Objekte wegzuboxen. Na, das ging ja ganz schön einfach. Sehr gut, du hast tolle Karate-Kenntnisse. Auf jeden Fall habe ich gute Karate-Kenntnisse. Spüre den Rhythmus und es geht los. Versuche im Takt zu bleiben. Vergiss nicht, immer schön im Takt zu bleiben. Oh, Mann. Tack. Oh, alle bis auf einen. Das war sensationell. Um es so auszudrücken. Die Stimme des Sensei. Du hast gute Grundkenntnisse. Wow, superb. Das erste Spiel ist superb abgeschlossen. Ich fühle mich geehrt. Da unten gibt es 3 Münzen. Ist nicht sehr wichtig. Könnte den ganzen Tag lang nur Karate machen. Ja, erstes Spiel bewältigt. Sogar Gold. Wenn das nicht ein guter Anfang ist. Durch diese Fenster scheint das Licht der Hoffnung. Sie summen. Lasst den frischen Honig fließen, Freunde. Wer so hart arbeitet, verdient natürlich auch eine Belohnung. Deshalb habt ihr euch auch ein paar Münzen erhalten. Behaltet sie, um euch später etwas Schönes zu gönnen.
Ihr werdet merken, dass sie extrem nützlich sind. Weiter geht's mit dem nächsten Spiel. Und nach jedem Spiel gibt's dann wieder so einen Dialog, Monolog mit einem weiteren, also mit der Biene. Rhythmoboter. Du musst unsere Roboter zwar nicht selbst bauen, aber du musst sie fachgerecht volltanken. Na dann, halte A so lange gedrückt, bis die Roboter betankt sind. Einmal danken bitte. Ich bin der Dankwart. 3, 4, zack. Gleich im Rhythmus. 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Oh, zweimal müssen wir schaffen. 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. So geht das. 1, 2, 3, 4. Hab ich einen verpasst. Große Roboter brauchen mehr Treibstoff. Vergiss das nicht. Und jetzt an die Arbeit. Ach, geht's jetzt gleich los. Na dann. Fabrik Nummer 1. Beginne die Produktion. 1, 2, 3, 4. Oh Mann. 1, 2, 3, 4. Mann, komm. War doch eben gerade so gut. 1, 2, 3, 4. Perfekt. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Oh, fliegt davon. Oh, ist ein großer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nicht ganz. Das wäre der Stern gewesen. 4. 1, 2, 3, 4. Oh, mir gefällt das Spiel jetzt schon. Der braucht 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, den habe ich geschafft. 1, 2, 3, 4. Naja, mittelmäßig. Mittelmäßig sensationell. Die Roboter sind zufrieden und... Naja, bestanden. Gibt nur 2 Münzen dafür. Fürs Versagen gibt es 1 Münze. Und man kommt nicht weiter und muss es nochmal machen. Alles Gute für die Zukunft. Drittes Spiel. Ja, damit. Jetzt kommt nochmal die Sumse. Schaut euch nur all den Honig an. So viel davon. Ja, ahnt nicht, wie nötig ich das jetzt hatte. Also, nichts wirren an den Speck. Honig. Meine ich natürlich. Ich wette, gleich ist er ziemlich klebrig. Oh, hallo. Mein Name ist Rengi. Entschuldigung, wenn ich so einfach störe. Ich komme von Zeit zu Zeit her bei euch vorbei. Ich plaudere nämlich gern und kann euch Tipps geben. Wenn ihr Probleme habt, bin ich immer für euch da. Tja, mancher mag das etwas aufdringlich finden. Ich bin aber nun mal extrem neugierig. Hilfsbereit meine ich. Jedenfalls ist mir ein Vergnügen. Ja, schön dich kennenzulernen. Ja gut, jedenfalls wollte ich euch etwas verraten. Das Kaffee ist jetzt eröffnet. Tippt die runde Schaltfläche auf dem Touchscreen an. Schub, seid ihr im Kaffee. Schaut's euch einmal an. Das war schon alles, also bis denn. Okay, weiter geht's. Nächstes Spiel, Kaffee, schauen wir uns jetzt nicht an. Badminton. Los geht's. Sag mal, ist dir auch so nach Badminton in Flugzeugen? Okay, guter Ort zum Badminton. Prima. Aber erst üben wir den Schlag mit A. 1, 2, 3, 4. Läuft doch viel geschmiert. Wie gesagt, ich habe es ein bisschen vorher geübt, also nur ein bisschen. Schön. Jetzt ändere ich ein wenig den Rhythmus.
achte auf mein Signal. Ich bin trotzdem nicht so gut, das sind nur die ersten leichten Level. Four. Bam, 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 bam. Wisst ihr? Schon einen verpasst. Oh. Wieder der Beweis. Und jetzt wird's ernst. Ja, sobald er den Rhythmus ändert, bin ich aufgeschmissen. Und jetzt das echte Spiel. One, two, three, four. Oh. Oh Mann. Habe ich den ersten Leg vermasselt. Tack, 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 tack. Oh Mann, zu spät. Mist, lass uns mal wieder zusammen spielen. Ein paar wunderschöne Ballwechsel. Gerade so geschafft. Aber nur okay. Okay, reicht mir. Ich werde es auch nicht 100% machen. Also ich werde nicht überall hingehen und nochmal das Goldene probieren zu schaffen. Ich bin nicht so ein Taktfan. Lassen wir es langsam angehen. Ja genau, lassen wir es langsam angehen. Und das letzte Spiel folgt zugleich. Was für eine tolle Leiter. Fast wie im Himmel. Über diese Leiter kommt man in den Himmelswelt. Nein, nein. Aber immer bis zu dem Blumenteilchen. Ja. Doch nicht am Anfang des Spiels. Fallobst heißt das Spiel. Los geht's. Fangen Sie mit A. So ungefähr. Dumm, zack. Dumm, 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 zack. Aber das ist nicht alles. Jetzt kommen Sie auf der linken Seite mit dem Kreuzfangen. Im Steuerkreuz. Ungefähr so. Zack. Uns, 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 zack. Naja. Fast. Tag. Uns, 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 Tag. Genauso läuft das. Achtung, eine Ananas. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Boing, boing, batsch. Boing, boing, batsch. Boing, boing, batsch. Boing. Und so geht's. Das hast du echt sauber hingekriegt. Und jetzt geht's richtig los. Jetzt geht der Spaß erst richtig los. Mit Musik. Tak, tak, batsch. Dum, dum, batsch. Dum, 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 bam. Dum, 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 batsch. Dum, dum, batsch. Dum, dum, batsch. Zugleich. Down, down, batsch. Down, 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 batsch. Dum, dum, batsch. Down, 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 batsch. Down, 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 batsch. Stern bekommen. Down, 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 batsch. Down, 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 batsch. Down, 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 batsch. Naja. Down, 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 na. Batsch, down. Fällt halt schwer, sich auf eine Seite zu konzentrieren. Auf beide Seiten zu konzentrieren, meine ich. Batsch. Oh. Oh, Herzchen. Und? Was sagt der Passant dazu? Naja, ganz nett. Ist doch super.
für den ersten Part waren das gute Erfolge. 2 Münzen wieder. Erster Beatstern. 3 Münzen zusätzlich. Und 10. Immer her mit dem Obst. Und jetzt haben wir das auch geschafft. Super Musik. Ich wollte schon lange ein paar Pflanzen hier haben. Hurra, mein Rhythmus ist zurück, dank euch. So, wir können jetzt Pflanzen so etwas bewirken. Hör mal, ich lebe dafür, Pflanzen zu bestreben. Na gut, ihr habt alles geschafft, also öffne ich euch diese Tür. Blink, da kommen wir jetzt durch. Das war mal klasse, wie ein Bad in Milch und Honig. Mein Rhythmus ist zurück, ich könnte summen vor Glück. Das war Summpernet. Von euch vielen Dank. Jedenfalls die Tür habe ich euch jetzt aufgeschlossen. Ein Druck auf das obere Stück des Steuerkreuz bringt euch direkt zur nächsten Stufe. Mit dem Druck auf das untere Steuerkreuz könnt ihr immer wieder hierher zurück. Viel Erfolg, mögen eure Farben stets gefüllt sein. Dankeschön und hoffentlich bis bald. Ja, aber erst im nächsten Part. Für diesen Part soll es gewesen sein. Nächste Tür seht ihr im nächsten Part. Da gehen wir dann weiter im nächsten Part. Bis dahin. Ciao, ciao. Däumchen nach oben, sollte es euch gefallen haben. Abo da lassen, falls ihr neu seid. Und ja. Seid beim nächsten Mal wieder mit dabei und ciao, ciao, adios, gehabt euch wohl.